Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei uns am Mars. In unserer kleinen Basis. Wir haben das letzte Mal, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Kurz überlegen. Ja, wir kämpfen mit der Nahrungspleite, mit der Nahrungslosigkeit, sagen wir es mal so. Weil wir hier noch immer keinen Nachschub kriegen. Dann würde ich tatsächlich sagen, wisst ihr was, wir werden jetzt mal hier ein bisschen vorspulen. Wobei, nein, wir werden es nicht vorspulen zu sehr. So, der ist wieder fertig. Das ist super. Was gibt's hier? Da holen wir mal die als nächstes ab. Denke ich, macht ja, ist eigentlich wurscht welche, aber die ist gleich daneben. Und jetzt gehen wir unser Leck. Achso, na, das Leck müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Die Frage ist, können wir hier sonst irgendwas sammeln? Ist das hier alles noch Eisen? Ja, das ist alles noch Eisen. Dann, ja, was, wisst ihr was, warum auch nicht? Gehen wir mal dahin und bauen wir uns hier halt so ein Lager nochmal auf. So, einfach mal so. Und der hier kann weitermachen, indem er das dahin bringt. Und dann haben wir noch den hier. Also ja, der kann genau gar nichts machen, aber der kann eigentlich auch dafür nochmal hier was holen gehen. Da wird sicher auch noch irgendwo was sein. Was ist das? Polymere, gut, die braucht es jetzt nicht. Braucht eigentlich gar nichts, aber haben wir da nichts mehr, gar nichts mehr, wirklich. Ist überhaupt nichts mehr da. Sehr heftig, haben wir echt alles abgesammelt. Nur noch Polymere, da ist halt so ein vereinzelte. Da ist ein großer, oder? Acht, nein, es geht so. Acht, das sind auch nur eins, das sind vier Einzelne. Da sind überhaupt viele Einzelnen hier unten. Krass, okay, na gut. Dann, was machen wir dann mit dem? Ich möchte ihn jetzt nicht rumstehen lassen für nix und wieder nix. Aber ich wüsste nicht, was wir sonst mit dem jetzt machen können. Was uns was bringt. Hier oben ist ja auch nichts mehr. Ja, dann gehen wir halt einsammeln. Wir können ja alles Mögliche einsammeln da oben. Auch die Polymere, die paar. Ja, wobei auf der anderen Seite, nein, das lohnt sich nicht. Nein, wir bleiben mit dem jetzt hier. Und wenn hier was nachkommt an Nahrung, vielleicht kommt ja doch noch ein bisschen was. Vor allem hier dann. Die werden das ja dann sammeln gehen. Abholen gehen von hier. Dass wir das dann runterbringen. Vor allem dafür will ich ihn jetzt mal behalten. Weil ich weiß ja nicht, inwieweit das jetzt stimmt, aber wenn der jetzt sagt, ein Soll noch, ist natürlich die Frage, ob ein Soll bedeutet nach dem Soll oder in quasi noch ein ganzes Ding drüber. Das finde ich auch lustig hier unten. Auswirkungen auf aktuelle Ernte, keine Arbeiter. Sind zwar welche da, aber weil wir sie wahrscheinlich einfach mal einmal rausgenommen haben, deswegen ist jetzt weniger. Ah, passt schon. Gut, dann müssen wir jetzt beten, dass wir das schaffen, bleibe ich dabei. Und mit unserem Rover können wir momentan nicht wirklich viel machen. Den können wir immer noch nicht starten, sicher, wenn das noch nicht geht. Ja, dann bin mir nicht sicher, ich glaube tatsächlich, dann werden wir ein bisschen vorspulen. Our explorer just got into a pretty serious accident. The good news is, it's still in one piece. Na, Halleluja, da geht was ab. Finde ich aber lustig, jetzt zu nebenbei, da sieht man auch so die Größenverhältnisse, falls die stimmen, aber schaut nett aus. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir? Einsatzleitung, Log Nummer 107. Unser Erkunder hatte einen schweren Unfall. Die gute Nachricht ist, dass er noch in einem Stück ist. Das Fahrzeug ist durch einen Riss in der Kruste gestürzt, der aufgrund der langsamen Erosion noch hunderte von Jahren überdauern hätte können. Gestört von der mechanischen Bewegung der scannenden Sonden hat sich die Oberfläche wie eine Wunde geöffnet und den Rover verschluckt. Glücklicherweise nur ein paar Dutzend Meter. Oh ja, nur ein paar Dutzend Meter. Die robuste Maschine konnte sich aus dem Loch befreien, jedoch nicht ohne dabei massive Schäden zu erleiden. Vor Millionen von Jahren wurde der Mars von verheerenden Einschlägen bis zu seinem Kern erschüttert und damit sein Schicksal besiegelt.
Selbst heute kann man den Todeskampf des roten Planeten noch zweifellos spüren. Effekt, der ferngesteuerte Erkunder hatte eine Fehlfunktion. Er muss von Drohnen repariert werden. Na, großartig, würde ich mal sagen. Super. So, die sammeln dabei. Achso, wir sind jetzt mal im Schnellmodus. Die sammeln dabei. Vielleicht sollte man denen mal ein bisschen mehr geben, damit der ein bisschen mehr zusammenbringt, weil da ist ja auch noch was. Ist der eigentlich gerade in der Reichweite? Knapp nicht. Dann, wisst ihr was? Fahren wir da mal davor. Und ja, jetzt verhungern uns natürlich die Leute, das ist klar. Das können wir aber auch jetzt gerade nicht verhindern. Und wir werden hier ein paar... Das suche ich. Nein, das Falsche, das da. Wir werden hier 1, 2, 3 abziehen tatsächlich mal. Und die unserem Rover hier stecken, zustecken. Jetzt können sie den nämlich auch noch reparieren. Und hier das ganze Zeug hier einsammeln trotzdem noch. Sehr gut. Ich meine, so viel ist es jetzt nicht. Die sind es noch. Da ist noch was und da ist noch ein bisschen was. Das da unten, da kommt er jetzt nicht hin. Da werden wir mal nachher, müssen wir das dann holen. Aber zumindest können sie den jetzt reparieren. Und was haben wir jetzt hier gekriegt eigentlich? Okay. Was auch immer. Forschen wir noch an irgendwas? Haben wir da irgendwas gekriegt? Irgendwas Neues? Schaut aber jetzt nicht so aus. Haben wir irgendwas... Na, auch da durchbruchmäßig haben wir nichts. Keine Ahnung, was uns die Anomalie jetzt mit dem Event gebracht hat. Weil das ist alles noch dasselbe. Na gut. So, 11 Stunden noch, dann haben wir einen Meteoritensturm und eben 25 hungernde Kolonisten. Die Frage ist, wo hungern sie? Ich gehe mal davon aus, das sind die da unten. Aber sind sie auch? Da sieht man es auch schon. Die haben nichts mehr. Wie schaut es hier aus? Da ist auch fast nichts mehr. Da ist auch fast nichts mehr. Also ja, es ist jetzt echt einfach nichts mehr da. Jetzt müssen sie so lange warten, bis das fertig ist. Und das ist halt die Frage, wann das fertig ist. Die Hoffnung ist natürlich möglichst bald. Aber ja. Wenn das, bevor das nicht fertig ist, da können wir ja nichts mehr machen eigentlich. Ich meine, wir können... Nein, das können wir eh auch nicht. Es geht ganz egal wie. Es geht nicht. Mission Control. The ban on space flights has been lifted. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist so, jetzt, also, es ist jetzt schon zu spät, um uns wirklich viel zu bringen, aber endlich. So, Einsatzleitung, das Weltraumflugverbot wurde aufgehoben. Das ist passiert, nachdem der Rat unseres Sponsors unseren Bericht über die Baggerschiffe überprüft hat. Die aktuellen Entwicklungen lassen darauf schließen, dass immer mehr Baggerschiffe auf dem Mars landen werden, um große Mengen unterirdische Metalle abzubauen. Was in Kombination mit dem Weltraumflugverbot die Zukunft unserer Kolonie gefährden könnte. Unsere Beobachtungen der Flugbahnen der Baggerschiffe zufolge fliegen sie ausschließlich zum Mars, was die Gefahr für interplanetare Schiffe mindert. Dies wurde von CSS und Linear bestätigt. Effekt, Raketen können wieder zwischen Mars und Erde verkehren. Sehr gut. Dann ganz natürlich sofort abheben hier. Wir haben inzwischen... 60 und wir werden natürlich sofort eine Rakete losschicken. In dem Fall eine Frachtrakete und wir brauchen... Ja, was brauchen wir jetzt? Ich hätte gern einen, zwei Vaporisatoren. Und natürlich hier nehmen wir mal 30 Nahrung mit. Und der Rest ist eigentlich, sonst brauchen wir nichts wirklich. Ja, machen wir es so. So, machen wir es so. So sind wir eigentlich jetzt. Geldmittel ist jetzt alles weg. Aber starten wir natürlich gleich. Treibstoff haben wir ohne Ende. Und jetzt, das braucht man gar nicht erst abwarten. Wir brauchen jetzt die Nahrung. In der Hoffnung, dass... Ich meine, es wird nicht rechtzeitig kommen wahrscheinlich. Da wird das wahrscheinlich sogar noch vorher zu Ende sein. Oder... Halt, ja.
0,6 gespeichert, 0,8. Fast eine ganze Nahrung wieder. Aber sie haben jetzt, glaube ich, fast alles aufgegessen. Da ist ein bisschen noch, da ist auch noch ein bisschen was. Falls es kommt, gib mir das andere. Da ist jetzt auch nichts mehr. Ja, die vor allem hat nichts mehr. So, die verhungern jetzt hier nämlich ein bisschen. Hoffen wir, dass sie es schaffen, dass sie nicht komplett verhungern. Wir werden es eh merken. Weil wir haben hier momentan, glaube ich, nichts. Wir haben wirklich keine einzige Nahrung momentan. Und die braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. So, wie schaut es jetzt hier aus? Was steht jetzt? Ein Soll. Achso, ja, ist noch nicht zu Ende, der Tag. Dann spulen wir mal vor, bis er zu Ende ist. So, jetzt steht immer noch. Was steht hier? 0 Solls. Okay. Aber es ist noch nichts da offensichtlich. Also wird das tatsächlich noch ein bisschen dauern. Aber der ist der weiter am weitesten fortgeschrittene. Okay. Na gut, schade. Das heißt, dann dauert das tatsächlich, glaube ich, bis das fertig ist, der Balken. Und damit wird das noch ein bisschen dauern. Aber vielleicht ist tatsächlich die Rakete jetzt schnell genug. Könnte tatsächlich sein, dass wir das bis dahin noch gerade so überleben. Irgendwie noch. Und hier irgendwo geht hier was, kommt hier was runter. Das gefällt mir nicht. Wo, da war irgendwie, genau, wir haben hier den Meteoritensturm. Okay, der ist hier in der Gegend. Super, haben wir Glück gehabt, glaube ich. Oder zumindest noch ist er hier in der Gegend. So, bleiben wir mal so ein bisschen draußen. Rausgescrollt, dass wir hier nichts verpassen, wo hier was runterkommen könnte. So, und ja, ganz dringend natürlich sofort landen. Und dann hoffen wir mal, dass sie sofort die Sachen dahin bringen und dass sie uns nicht verhungern. Aber ich glaube, das geht sich gerade so aus noch. So, wie ist es mit euch? Ihr habt hier, ihr seid hier fertig, dann bringen wir die mal zurück jetzt. So. Und den, der, da war doch noch eine, da war noch was. Gehen wir, wobei, ja, gehen wir da rauf, passt schon. Der kann auch nochmal, der kann das hier hinbringen und einen. Sehr schön. Edelmetallexport, ja, der ist angekommen, super. So, der, da kommt jetzt das, die Nahrung, dann sofort natürlich hier sofort ausladen. Die Nahrung hier, ganz dringend. So, und der kann dann sofort, sobald die Nahrung da ist, werden wir da ein bisschen was hier runter, natürlich sofort hier runterbringen. Die ersten paar, die hier jetzt hinkommen, hoffentlich gleich. Oder kann der sogar einladen? Ja, kann er sogar. Dann fahr bitte dahin sofort. Holen wir hier Nahrung. Die bringen eh schon ein bisschen was. Schauen wir mal, wie viel noch überbleibt für ihn. Bisschen was kriegt er schon. Okay, hier müssen wir aufpassen, dass hier nichts kaputt geht. So, ich würde mal sagen, nehmen wir mal mindestens 10 mit. Wenn wir 10 haben, dann bringen wir die mal da runter. Dann sollten sie ein bisschen überleben, bis die restliche Nahrung tatsächlich dann kommt. So, dann, da ist der Eingang. Liefern wir das direkt neben den Eingang jetzt. Das sollte mal für den Anfang reichen. Die bringen das eh gleich rein. Und dann kriegen wir das schon hin. Die werden schon, das schaffen die jetzt schon noch. Hoffentlich müssten sie. Okay. Hoffen wir mal, dass unsere Rover nicht irgendwo erwischt. Sektor scanned. Gut, da haben wir den nächsten Sektor. Sehr gut. Drohnen sind überlastet. Ja, das kann schon sein, dass die hier überlastet sind momentan. Die müssen ja hier ausladen.
Aber schaut mal nicht so schlecht aus gerade. Das ist mir egal momentan. Ja, bald. Bald, bald, bald. Tatsächlich gleich. Das ist heute noch fertig, wenn es wahr ist. Ein bisschen mit ein bisschen Glück. So, das und die müssten jetzt sich gleich am Weg machen. Sind halt jetzt auch nur 5. Vielleicht müssen wir hier doch noch ein paar abzwicken. Ja, wobei, nein, das schaffen die 5 schon. Sind auf jeden Fall schon am Weg. Und die werden wahrscheinlich auch hier gleich rauslaufen. Wenn sie, bevor sie verhungern, das geht schon. So, und haben wir hier jetzt noch was? Nice, alles wieder weg. Okay, passt aber. Ist okay, glaube ich. Ich glaube, die verhungern jetzt nicht. Die werden jetzt dann fertig und dann haben wir wieder ein bisschen. Das ist schon okay. Das geht sich gerade so alles noch irgendwie mit Augen zudrücken. Geht sich das alles noch irgendwie aus. Sonst, ja, sonst haben wir es eigentlich momentan ganz okay erwischt. Forschung, ja, da wird jetzt ein bisschen, da kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen was rein. Aber das ist schon okay. Ich meine, das ist halt alles nicht wirklich. Ich meine, das können wir halt schon auch noch machen, warum auch nicht. Und nur für, weil Spaß, ich meine, wir werden sie nie brauchen, aber wir können es einmal machen. Können sie mal einreihen. So, der. Also, wir können ihn eigentlich mal aufladen lassen. Warum auch nicht? Dann machen wir das mal. Wobei, weißt du was? Geh dich hier aufladen. Bist du schneller? Und der ladet sich, glaube ich, eh gerade auf. Ja, genau. Der ladet sich eh hier auf. Und der. Sollen wir mit dem auch mal aufladen? Ja, ich würde sagen, kommt, nehmen wir den auch mal mit aufladen. Holen wir den auch hier runter. So, dann haben wir das. Und der, wie lange braucht der noch? Der ist eh gleich fertig und dann holen wir den auch runter. So, jetzt nur noch ein hungernder Kolonist. Das ist gut, das, der kriegt es auch noch. Der überlebt uns auch noch. Gerade so irgendwie überlebt. Und jetzt sind die dann eben, wenn es wahr ist, bald. Wirklich bald fertig und da kommt dann eine Menge rein. Ich meine, dauert zwar wieder eine Menge. Und was haben wir jetzt gekriegt? Und so, dann fahr mal. Komm mal da runter, mein Lieber. Parken wir uns da dazu. Was haben wir jetzt gekriegt? Nochmal irgendwie da was? Oder, also hier ist mal nichts Neues. Und hier ist auch nichts. Und hier hinten auch nicht. Okay, dann weiß ich es nicht. Keine Ahnung, was wir damit gekriegt haben. Jetzt hungern sie schon wieder. Wo hungern sie jetzt diesmal? Wo hungert sie? Ja, irgendwo. Okay, der, in der offensichtlich. Aber die haben eigentlich momentan. Komm. Nein. Ja. Der hat nichts. Der hat 2 und der hat der falsche, der hat nochmal 3. Ja, ein bisschen, was ist noch da? Die werden das auch schon irgendwie hinkriegen noch. So, sind die schon fertig mit dem Beladen? Weil sobald. Achso, wir könnten eigentlich die nächste schon schicken. Aber ich will sie irgendwie gerade nicht schicken, weil ich glaube, die müssten ja jetzt gleich fertig sein. Das müsste gleich fertig sein, sobald das hier da ist und das auch. Und dass auch die ganzen Türme da alle, der sogar müsste gleich, es müsste eigentlich sofort fertig sein, jeden Moment. Das geht schon. Das geht schon und die produzieren ja eigentlich auch noch ein bisschen, glaube ich, immer wieder. Ah ja, da werden schon langsam. Das ist gut so. 2 schon. Ich möchte jetzt das zwar bei dem noch nicht. Oh, 3 sind schon. Also einen könnte man sogar hier schon umstellen. Dann wisst ihr, was machen wir das? Du kommst raus. Und da war noch irgendwo einer. Der hier. Dann sollten die da jetzt hoffentlich dahin kommen.
Und hier wird auch weiter brav ausgebildet. So, wie schaut es jetzt hier platzmäßig aus? 4 nur noch. 6 noch. Ja, wir müssen echt eine neue Kuppel bauen. Das heißt aber für uns, wir müssen nicht nur die neue Kuppel bauen, sondern wir müssen eigentlich noch viel dringender die Shuttles bauen, um die da nach oben zu bringen, die Sachen. Und wir müssen die Transportfahrzeuge tatsächlich jetzt dann nutzen, um da oben ein Universallager mal aufzubauen. Jetzt schauen wir mal unseres an. Da ist ja eigentlich alles ganz gut hier. Das schaut eigentlich ja wirklich gut aus. Das Einzige, was wir jetzt, glaube ich, hier nicht haben, ist Nahrung. Aber die brauchen wir da oben noch nicht. Sagen wir es mal so. Wobei wir ja auch warten können noch ein bisschen. So, aber ich würde sagen, das wären wir tatsächlich... So, die Anpassungsfähigkeit haben wir jetzt. Jetzt kommt die Wasserrückgewinnung. Was kriegen wir jetzt damit? Kuppel-Bioscaping. Wohnorte innerhalb von Standardkuppeln, Mikrokuppeln und Zylinderkuppeln bieten zusätzlichen Komfort. Ich meine, das ist jetzt nie falsch. Dann machen wir das als nächstes, weil warum auch nicht? Ist schon okay so. Die Frage ist, die Wasserrückgewinnung braucht es eigentlich nicht. Machen wir gleich die. Und dann die ja mal. Frage ist, ja, aber ich glaube, alles andere ist jetzt mal nicht so relevant. Passt schon. Die können wir noch dazu tun und passt schon. So, das heißt, ups, das wollte ich nicht. Die ist fertig. Da haben wir jetzt noch eine. Oh, und da sind schon Meteoriteneinschläge. Da müssen wir aufpassen. Das kommt ein bisschen nahe hier bedrohlich. So, der kommt eh zurück. Das ist gut. So, dann würde ich tatsächlich sagen, wo ist denn? Da ist immer noch das da oben. Aber, Moment, der kann sich dann woanders aufladen. Dann lade dich bitte hier auf. Ja gut, macht er es nicht. Wie auch immer. So, meine Lieben, dann mache ich hier jetzt eine Pause. Beziehungsweise ich beende die Folge halt. Ich mache keine Pause. Für mich geht's weiter, aber für euch gibt es eine kleine Pause und vermutlich morgen oder übermorgen geht es dann weiter. Gut. Hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen und wünsche euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.